Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Was wünscht man sich zu Silvester immer so großspurig? Ein schönes neues Jahr! Und das hätte es auch werden können, wäre nicht schon in der allerersten Kalenderwoche 2024 die Pleiten-, Pech- und Pannenshow in meinem Postkasten wieder im vollen Gange. Da fragt man sich, ob die Post vielleicht jetzt bei Butler James angefragt hat, der, nachdem er die 16 alkoholischen Getränke serviert hat, mit meinen Paketen über den Tigerkopf stolpert, oder ob vielleicht ein ängstlicher Postbote beim Austragen direkt um Mitternacht an Neujahr aus Angst vor den Böllern nicht vor Ralf Schumacher geflüchtet ist in den Wald, sondern tatsächlich mein Paket fallen hat lassen. Man weiß es nicht. Man weiß auf jeden Fall nur, dass Mediabooks, die so aussehen, wenn sie ankommen, nicht unbedingt beim allerersten Unboxing des Jahres von einem frohen neuen Jahr sprechen lassen. Wobei ich tatsächlich gerade in meinem Kopf wieder diese Anmoderation für das Sammlungsupdate ein kleines bisschen umdichten musste, denn und das ist jetzt tatsächlich ein, wie soll man sagen, eine realistische Zeiteinschätzung. Ich mache dieses Sammlungsupdate jetzt gerade, sagen wir, 20 Minuten nach meinem Live-Unboxing. Immer noch am Donnerstag, den 4. Jänner. Habe dann nach dem Live-Unboxing direkt an Enterlog über das Kontaktformular geschrieben mit zwei Fotos von den Mediabooks und gemeint, Leute, Alter, das nicht zu schützen, das geht einfach nicht. Dann habe ich mir ein Gläschen Wasser genommen, hier die DVDs vor die Kamera gestellt, angefangen zu sprechen, hatte tatsächlich zwei, drei Outtakes produziert, bevor ich meine Stimmbänder wieder in die richtigen Vibrationen gebracht habe. Und apropos Vibration, plötzlich vibrationiert neben mir mein Telefon und ich bekomme, und ich schwöre, das ist wahr, ziemlich genau 7 Minuten, nachdem ich meine Beschwerde über das Kontaktformular von Enterlog geschickt habe, bereits eine Antwort. Und Enterlog hat natürlich gesagt, ich soll die Mediabooks zurückschicken, bekomme den kompletten Rückversand erstattet. Und sobald sie im Lager wieder eingetroffen sind, bekomme ich dann, steht extra im E-Mail, besser verpackt die Austauschexemplare. Das ist ja wirklich absolut großartig. In Sachen Kundenservice ist Enterlog meiner Meinung nach absolut großartig. Sie würden sich nur, finde ich, eine Menge von ihrem Kundenservice ersparen können, wenn sie halt gleich beim ersten Mal richtig verpacken würden. Aber ich verpacke hoffentlich auch dieses Jahr wieder vielleicht den ein oder anderen etwas zu laut ausgesprochenen Schmäh oder aber auch das ein oder andere Faktoid zu bekannten und vor allem unbekannten Filmen hier in meinen Videos. Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen hier auf Playzocker Reviews im brandneuen Jahr 2024. Und wie man gemerkt hat, nein, auch mein Knallkopf ist über Silvester nicht explodiert. Ich freue mich auch in diesem kommenden Jahr wieder ein bisschen die Stimmbänder überzustrapazieren. Freue mich, dass ihr auch dieses Jahr wieder eingeschaltet habt. Wünsche euch ein erfolgreiches Jahr. Bleibt gesund, bleibt vor allem auch, ich zitiere Jochen Busse so gerne, mir gewogen. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Und da möchte ich natürlich auch das neue Jahr gleich damit beginnen, mich bei einigen besonderen Leuten ganz besonders dankbar zu zeigen, nämlich bei den Leuten, die mich hier auf YouTube unterstützen. Da gibt's auf der einen Seite meine allerersten Patreon-Supporter wie André L., der bereits seit März 2020 mit dabei ist und der meine Arbeit eben so sehr unterstützt, dass er sich einmal im Monat ein Wunsch-Quickie-Review aussuchen kann, beziehungsweise jetzt eben im Jänner gleich 2 Quickies. Das ist quasi meine Bounce Round für das vergangene Jahr. Und da hat mich der liebe André im Jänner gleich einmal mit Liebe und Eis abgestraft. Das erinnert mich an die bekannte Szene aus Stirb langsam 2. Beziehungsweise mit White Heat. Das erinnert mich tatsächlich an Stirb langsam. Aber dazu dann in den entsprechenden Videos mehr. Vielen, vielen Dank, lieber André, für deine Unterstützung. Außerdem auf Patreon noch aktiv der liebe Martin Kalis mit seiner Facebook-Gruppe Stars and Me. Ebenfalls ein großartiges Projekt ins Leben gerufen, wo man sich Fotos von sich selbst mit berühmten Persönlichkeiten austauschen kann. Und mittlerweile zum Kanalmitglied
migriert. Der liebe Kevin Zindler, auch ein langjähriger Supporter von meinem Kanal, freue mich sehr. Freue mich vor allem eben einmal, gebe ich den Hinweis noch, bis 14. Jänner kann man beim Sinistrange Extreme Shop noch das vom Wuzi Verlag herausgegebene Buch jetzt auf Video vorbestellen. Über eben, ich glaube, mit über 1000 Bildern, 400 Seiten, allem Pipapo, über die alte Videothekenzeit von Jörg Bauer und Florian Wurfbaum. Da freue ich mich persönlich extrem. Bis 14. Jänner vorbestellbar, Anfang März erscheint das Drum dann. Außerdem, wo wir gerade bei YouTube gelandet sind, ebenfalls als Kanal mitgetätigt, ist der liebe Aston Martin, der meine Arbeit ebenfalls mit Wunsch-Quickies unterstützt und der sich für den Jänner, muss man wirklich sagen, ein sehr interessant abwechslungsreiches Programm ausgesucht hat. Auf der einen Seite haben wir nämlich hier eine französische Komödie namens Serial Lover und auf der anderen Seite haben wir einen Film, der weder französisch noch eine Komödie ist, sondern die Kannibale von Rotenburg-Verfilmung. Rotenburg, genau die. Da freue ich mich auch schon auf die Reaktionen. Wenn ich dieses Video dann poste, ob man vielleicht einen netten Chianti und ein paar Fava-Bohnen dazu braucht, ich weiß es nicht. Und last but not least, bei den Wunsch-Quickie-Wünschern ist natürlich auch der liebe Hartwig Stolzlechner mit dabei, der sich im Jänner auf der einen Seite ebenfalls den Splatter-Klassiker aus Frankreich, Baby Blood, ausgesucht hat und eben den Film Das Geheimnis der blutigen Lilie, der allerdings erst Ende Jänner im Rahmen der Eurocult Collection erscheint. Da kann es sein, dass das Quickie ein bisschen später kommt, aber ich freue mich drauf und mache es definitiv. Und außerdem noch ein ganz herzliches Willkommen in der PlayZocker-Kanal-Mitgliedschaftsfamilie an Dolph Kabum, der sich vergangene Woche auch dazu entschieden hat, mich über eine Kanalmitgliedschaft zu unterstützen. Auch da fetten, fetten Dank an dich. Solltest du auch irgendein Projekt haben, das ich da immer wieder ganz gerne im Shoutout mit erwähnen darf, kann oder soll, schreib's mir in die Kommentare und ich hoffe, dass ich es merke. An dieser Stelle möchte ich allerdings dann auch gleich einmal mit dem Dank ein bisschen weitergehen, denn natürlich wird es auch im Jahr 2024 wieder einige Blu-ray-Checks geben. Da hatte ich ja schon vorproduziert. Die letzten Titel von Wicked Vision werden jetzt dann gleich einmal nächste Woche erscheinen, beziehungsweise sind, glaube ich, ein paar schon erschienen. Außerdem hat mich das Label Alpha Film hier versorgt, nicht nur eben mit der Asia-Line, sondern mit der Gore-Line. Ich habe Globe-Line gelesen. Am Anfang eben als Gegenstück zur Globe-Line, Verzeihung. Da gibt es jetzt zwei neue Titel, jeweils in verschiedenen Mediabooks, nämlich den absoluten Splatter-Klassiker Dead Snow, beziehungsweise den großartigen Train to Busan, der ja eben den auch großartigen Schauspieler Don Lee bei uns bekannt und salonfähig gemacht hat. Da freue ich mich auf jeden Fall schon. Das war nämlich quasi meine aller erste Rezensionsmusterlieferung für das Jahr 2024. Freue mich auf jeden Fall dann auch schon in Bälde vor der Kamera zu sitzen und diese Videos für euch zusammenzustellen. Aber jetzt würde ich sagen, ohne weitere Verzögerungen, es war ja bis jetzt schon das ein oder andere Mal das ein oder andere dabei, aber möchte ich mich jetzt mit euch um die Titel kümmern, die da jetzt vor uns stehen, die ich mir in der vergangenen Woche tatsächlich selbst gekauft habe. Wie gesagt, das Sammlungsupdate hätte durchaus wesentlich länger und ausführlicher sein können, aber wie sagt man so schön, hätte Wari, aber auf jeden Fall die Interlog Media Books, die K-Blade Media Books kommen wieder, werden neu geliefert, wird halt wahrscheinlich nur, ich schätze jetzt einmal, bis zum übernächsten Sammlungsupdate dauern. Aber kommen wir jetzt einmal zurück zu meiner persönlichen Shopping-Tour durch Klagenfurt, habe ich ja im Mystery Unboxing bereits ausführlich erzählt, dass ich dort in einem Geschäftchen namens Act Together ein wirklich tolles, gemeinnütziges Projekt, finde ich absolut genial, dass es Leute gibt, die sich da Zeit nehmen und da mithelfen. Schau eben immer wieder selber ganz gerne durch, vor allem bei den DVDs, weil ich finde, bereits die Titelübersicht, die da jetzt vor uns steht, zeigt schon, dass man auch dort wirklich Glückstreffer landen kann, wieder mal. Aber gehen wir es einfach einmal der Reihe nach durch. Wir beginnen mit
Uwe Boll, der mit seinen Rampage-Filmen eigentlich, kann man fast sagen, die mit seine beliebtesten Filme irgendwie gemacht hat. Der erste war natürlich ganz besonders dadurch in aller Munde, weil er halt von der FSK keine Freigabe bekommen hat, weil man ihn ungeschnitten nur mit BioJK-Logo in der Black Edition veröffentlichen konnte. Aber da sind dann die beiden zweiten Teile, die beiden Follow-ups, nämlich Capital Punishment aus 2014 und President Down aus dem Jahr 2016, glimpflicher davongekommen oder auch grundsätzlich glimpflicher ausgefallen, who knows. Nämlich in dem Fall ungekürzt mit FSK-Rating. Bin ich aber durchaus gespannt, wie gesagt, für so 1-2 Euro kann man ja sowas, finde ich, gut und gerne mitnehmen. Außerdem habe ich mir hier eine neuseeländische Horror-Mystery-Thriller-Version geholt namens The Low... Ich habe gewusst, dass das irgendwann einmal passieren wird. Namens The Locals, da könnte man ja quasi Don Lee in seiner besten Interpretation des Hodor... Hold the Door, ja, das... Ich weiß... Game of Thrones Leute wissen das, aber andere Leute werden sich jetzt vielleicht wundern. Ja, das war kein Scherz von mir, der heißt tatsächlich wirklich genau deswegen so. Oh ja, ich bin heute wieder ganz besonders geschickt. Das ist ja wundervoll, das Jahr beginnt supi. Aber auf jeden Fall The Locals, ein neuseeländischer Film und natürlich, deswegen gibt's, glaube ich, eine gesetzliche Verpflichtung, dass wenn ein Film aus Neuseeland ist, dass zumindest irgendwo natürlich der Hinweis auf Peter Jackson drauf sein muss. Bin ich persönlich aber auf jeden Fall auch sehr gespannt. Der Film kam ja damals über Tiberius Film auf den Markt, gibt eigentlich bislang nur diese Auflage, nämlich auf DVD seit dem Jahr 2004. Eine Blu-ray von dem Film ist zumindest bei uns auch noch nicht erschienen. Finde ich ehrlich gesagt auch recht seltsam, aber hier auf jeden Fall die ehemalige Verleih-DVD in meiner Sammlung. Außerdem jetzt dann eben hier mit diesem Einlageblatt. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich den nicht irgendwann einmal irgendwo vielleicht schon gesehen habe, aber ich kann ihn definitiv nicht zuordnen. Das, was wir im Jahr 2023 auf jeden Fall brauchen könnten, das wäre ein Lottery-Ticket. Da kann man vielleicht die ein oder andere Kohle rausholen, aber Warner Brothers hat das auf jeden Fall dadurch geschafft, indem sie den Film namens Lottery-Ticket produziert haben. Das ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Eine Komödie, wo Leute wie Terry Crews, Mike Epps, beziehungsweise ganz toll, wichtig, die Sänger wie T-Pain, die wir natürlich durch ihr großes Talent kennen, aber halt eben auch Keith David zum Beispiel mit dabei sind. Auf jeden Fall ein Film, wo ich mir denke, das klingt nach Kino, das man nebenbei beim Reviews schneiden, beim Bügeln, sonst irgendwas eben schauen kann, wo man vor allem sich gut merken sollte, wenn man die DVD eingelegt hat, weil I dare you, wenn dieses Video nicht gerade in voller 4K-Auflösung über eure Bildschirme flattert, hier herauszufinden, von welchem Film diese DVD ist, falls ihr irgendwie wann einmal verlegt wurde. Aber wir wechseln an der Stelle gleich einmal zu Jackie Chan und zu einem weiteren relativ seltenen Film. Ich finde, zumindest jetzt einmal in der OFDB eingetragen, diverse DVD-Veröffentlichungen natürlich weltweit von Jackie Chans Thunderbolt, aber eines finde ich nicht, nämlich eine Blu-ray. Und wenn ich da jetzt in der bei Blu-ray.com schau, finde ich auch keine. Dürfte ein Film sein, der bislang DVD-exklusiv ist. Ihr dürfte allerdings auch ein Film sein, der vielleicht im hochauflösenden Zeitalter jetzt nicht sonderlich vermisst wurde. Ist ja immerhin einer der schwächsten Jackie Chan-Filme. Und ich muss auch sagen, dass ich mich damals daran erinnern kann, den ziemlich peinlich gefunden zu haben. Insbesondere, weil das einer der Filme ist, der es schafft, genau das Gleiche wie Vic Armstrong bei Barrett mit Dolph Lundgren, nämlich einfach die Autos 30 km/h fahren zu lassen und das Ganze dann einfach das Filmmaterial so zu beschleunigen, dass es aussieht, als würden diese Autos schnell fahren, was wirklich ganz, ganz, ganz peinlich und furchtbar eigentlich immer ist, zu machen. Aber ich kann, ehrlich gesagt muss ich sagen, es ist schon so lang her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Ich weiß noch, dass das damals so eben um die Zeit 2006 herum gewesen sein muss, als ich den Film
als ich bei Schnittberichte, glaube ich, war und versucht habe, hier den Vergleich zwischen der gekürzten 12er und der ungekürzten 16er Fassung zu machen, da weiß ich schon, dass mir der nicht gefallen hat. Aber wie gesagt, das ist halt eben so eine Sache, wo ich gerade dieses karitative DVD-Ankaufen relativ cool finde, weil, also passiert ist jetzt da nicht viel, dass man da 1 Euro oder sowas zahlt dafür, um es in seiner Sammlung zu haben. Vor allem, weil die DVD ja sonst gar nicht mal so leicht zu bekommen ist. Außerdem ein interessanter Film ist Saat des Teufels. Der ist ebenfalls bei uns zwar auf dem Fantasy-Filmfest gelaufen und dann, oh wow, im November 2007 auf DVD erschienen, gibt's bei Amazon neu zum Kaufen ab 35 Euro. Ich meine, ja, natürlich gebraucht günstig, aber trotzdem ist das eine DVD, die in dieser einen und einzigen deutschen Auflage bislang zum aktuellen Zeitpunkt out of print ist, nicht neu aufgelegt wurde, auch irgendeine Blu-ray oder sonstige Fassung von diesem Film gibt es nicht, weswegen ich natürlich hier froh sein kann, in nämlich wirklich gut erhaltenem Zustand, muss man ja auch wirklich sagen, dafür, dass ich das quasi aus der karitativen Resterampe gerettet habe, eine DVD in meiner Sammlung zu haben. Absolut wundervoll. Und ich glaube, die Leute, die sich ein bisschen auskennen mit schwerer zu bekommenden DVDs, die wussten gleich von Anfang an, welcher Titel hier einer der interessantesten sein dürfte. The Beach mit Leonardo DiCaprio hat tatsächlich im Jahr 2013 noch einmal eine DVD-Neuauflage bekommen, die man tatsächlich sogar in der OFDB und bei Amazon wieder bekommt, interessanterweise. Die hatte ich gar nicht auf dem Zettel, war in der Cine-Projektreihe ab 2010 verfügbar. Aber die Version, die ich da jetzt in meine Sammlung geholt habe, das ist die deutsche DVD-Erst Ausgabe, die Originalversion aus dem Jahr 2001, die mein Autofokus aus welchem Grund auch immer nicht wirklich mag. Eine DVD, die über längere Zeit, glaube ich, schwer zu bekommen und ziemlich ausverkauft war, was ich eben bei einem Film von Fox mit Leonardo DiCaprio und so weiter relativ seltsam finde. Bei uns ist ja dieser Film bislang auch noch nicht einmal in High Definition auf Blu-ray erschienen. Wenn ich da bei den Kollegen von Blu-ray.com nach einer amerikanischen Version schaue, finde ich keine. Nein, es ist zwar quasi ein Preview-Artwork eingetragen, aber das war scheinbar irgendwann einmal angekündigt und ist dann doch nicht erschienen. Warum auch immer. Hat da von euch vielleicht irgendjemand eine Ahnung? Gibt es da rechtliche Zwistigkeiten zwischen verschiedenen Produzenten des Films oder was hat es damit auf sich, dass wir The Beach aktuell nicht wirklich leicht zu Gesicht bekommen? Also hochauflösend halt eine DVD gibt's ja, wie gesagt, die hatte ich auch nicht auf dem Zettel, aber macht nichts. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Erstauflage, die ich sowieso lieber in der Sammlung haben wollte, mit eben dem klassischen 20th Century Fox Disc und Case Design. Eines der Designs, muss ich ja wirklich sagen, die ich damals ganz besonders geliebt habe, vor allem, weil sie halt eben wirklich auch schön viele Klassiker in ihrem Sortiment hatten, eben mit Schwarzenegger von Phantom Commando über die Predators und so weiter, und eben auch die schönen bösen FSK 18 und Spio JK Titel. Da hätte ich ehrlich gesagt irgendwann einmal dann auch wieder ganz gerne diese ganzen Erstauflagen in der Sammlung, eben gerade bei Fox und MGM, die ich leider teilweise dann eben, als ich die Blu-rays gekauft habe, wieder weggegeben habe. Dafür wagen wir jetzt einmal keine schmutzigen Tricks in einem Film von Stephen Frears aus dem Jahr 2002. Auch das übrigens ein Film, der übrigens auch von Arthouse in der Close-Up Stephen Frears Collection mit 3 DVDs gemeinsam mit mein wunderbarer Waschsalon, okay, und The Hit, die Profikiller, neu aufgelegt wurde. Aber auch das ein Film, von dem es bei uns zum aktuellen Zeitpunkt ausschließlich eben jene DVD aus dem Hause Buena Vista gibt. Und damit jetzt auch hier im Sammlungsupdate die absolut herrliche Kuriosität, die ich da bei diesen ganzen DVDs dann hier im Act Together in Klagenfurt bekommen habe, nämlich offensichtlich DVDs von einem Sammler, der sie mit eigenen kleinen Einlegezettelchen angereichert hat, mit ein bisschen Text über den Film, über die Leute, die daran beteiligt waren, teilweise eben auch persönliche Wörter. Finde ich
finde ich irgendwie wirklich, wirklich drollig und freue mich. Also, falls derjenige, der diese DVD so gestaltet hat und dann eben sich irgendwann einmal davon getrennt hat, ich würde wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gerne sehr viel über diese Geschichte hinter den DVDs und ihren Beschriftungen erfahren. Dann wechseln wir zum nächsten Titel, das ist aus dem Jahr 2000, der Film Allein unter Nachbarn oder eben auch La Comunidad von Alex de la Iglesia, ein Regisseur, den ich persönlich ja wirklich extrem schätze. Da hat Wicked Vision bereits angekündigt, dass zwei seiner Filme, nämlich Perdita Durango und El Día de la Bestia, sogar in 4K erscheinen werden. Das Verpeckte Verbrechen, den ich auch großartig fand, haben sie ja bereits veröffentlicht. Außerdem weiß ich auch noch, dass ich 800 Bullets mochte von ihm. Und eben irgendwann einmal also kurz vor 800 Bullets, drehte er den Allein unter Nachbarn, der mir bislang wirklich noch nie untergekommen ist. Den es bei uns auch in zahlreichen Auflagen von EMS gab, sogar in drei verschiedenen Cover-Artworks, interessanterweise zuzüglich zu noch einer zwei Disc Special Edition, aber auch das ist ein Film, der bei uns noch keinen High Definition Blu-ray Release spendiert bekommen hat, weswegen, ich muss zugeben, ich mir irgendwie denken kann, dass vielleicht Wicked Vision eh auch schon auch auf diesen Film spitzt. Immerhin haben sie ja zahlreiche andere Titel aus dem Oeuvre von Alex de la Iglesia auch schon veröffentlicht. Aber wer weiß, wann das der Fall sein wird. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall hier, diesen Film in meiner Sammlung zu haben. Genauso und ganz besonders wie ein Film namens Con Man in Tokyo. Das ist eine Actionkomödie aus Hongkong aus dem Jahr 2000 vom Regisseur von tatsächlich auch Dingen wie Naked Weapon, Heroic Trio, Executioners, Die Legende der Weißen Schlange, Das Königreich der Jan, Das Todesduell der Shaolin, A Chinese Ghost Story 1, 2 und 3. Holy freaking hell, der Typ hat The Raid gedreht. Gut, The Raid 1991, aber trotzdem, The Raid. Nein, dazwischen kam 2000 dann eben der Con Man in Tokio. Auch hier gelistet tatsächlich ausschließlich als in der deutschen DVD-Fassung. Sämtliche weitere Versionen sind bei diesem Titel nicht bekannt. Finde ich aber interessant, dass EMS sich hier im Gegensatz zu den internationalen Artworks, finde ich, beim äußeren Präsentieren von dem Film wirklich sehr auf den Action-Aspekt konzentriert und den Comedy-Aspekt eigentlich fast komplett außen vor lässt, fast als hätte man irgendwie die Befürchtung, dass eine Komödie aus Hongkong sich hierzulande nicht so gut verkaufen würde. Aber das hat man interessanterweise dann, finde ich, im Inneren durchaus gemacht, indem man da, finde ich, schon ein bisschen die dynamischeren, leichteren, witziger aussehen. Das erinnert mich ein bisschen an The Thief von John Woo, ehrlich gesagt. Aber auch hier eben vom Vorbesitzer mit einem kleinen Zettelchen. Ein HK-Spielerfilm von Wong Jing, Naked Killer. Aber wir wechseln zu einem ganz anderen Film, nämlich einem, der scheinbar nominiert war oder sogar bekommen hat, diverse Stunt Awards. Und da bin ich auf jeden Fall, der hier, genau, nominiert nur für den World Stunt Award. Ein finnisch-schwedischer Film aus dem Jahr 2004, der bei uns im ZDF ausgestrahlt wurde, dann eben von Eurovideo in dieser DVD-Version veröffentlicht wurde und seitdem nie wieder gesehen wurde, weil auch hier keine weitere Veröffentlichung von dem Film aufgetaucht ist, vor allem natürlich kein High-Definition-Upgrade oder sonstiges. Da wird man zwangsläufig dann quasi bei der DVD bleiben müssen. Finde ich aber cool, dass Eurovideo eben damals bei ihren alten DVDs auch genau dieses System gemacht hat, mit dem durchgehenden Innendesign beziehungsweise der Tatsache, dass dann eben hier das Artwork auf der Disc weitergeht. Ich habe es immer ein bisschen seltsam gefunden, dass Eurovideo bei ihren DVDs das FSK Logo eben quasi nicht mit den gängigen Signalfarben anreichert, sondern eben einfach nur den Text eben transparent hier aufdruckt. Aber kommen wir zum nächsten Titel dann. Dabei handelt es sich um einen Thriller aus dem Jahr 1992 von Carl Franklin aus Amerika. Der hat nicht einmal ein OFDB-Regie
wie sagt man, eine OFDP-Regiekartei oder Seite als Person. Auf jeden Fall ist das aber ein Film, der mit Leuten wie Bill Paxton, Billy Bob Thornton relativ gut besetzt ist. Klingt ein bisschen nach so einem Gangster, Thriller mit vielen Intrigen, mit Drogen, mit einem bisschen Gewalt. Betonung liegt in dem Fall auf ein bisschen Gewalt, wobei der Film allerdings trotzdem durchaus expliziter sein könnte. In England und Irland wurde er nämlich sehr wohl auch ab 18 Jahren freigegeben, in diesem absolut klassischen, ebenfalls interessanten Columbia TriStar Design auf der DVD. Auch hier wieder der beiliegende Zettel, aber auch natürlich noch wunderbar erhalten. Sowas, da muss man ja immer ganz besonders froh sein, wenn man eben solche Sachen eben zum Beispiel aus der karitativen Rampe holt und dann aber auch noch die Faltblätter und Kapitellisten eben bei den Filmen noch erhalten sind und geblieben sind. Das finde ich eigentlich auch sehr cool. Und last but not least, ein Film, auf den ich persönlich dann wirklich gespannt bin, aus dem Jahr 1991, ein Film vom deutschen Regisseur Wolfgang Petersen, der, glaube ich, der einzige Film ist in der ganzen Liste, gut, mit der Ausnahme von dann Der Klient, der jetzt da noch kommt, aber der einzige Film, den es auf Blu-ray gibt, wenn ich da jetzt nicht irgendwas übersehen habe. Ja gut, von Rampage President Down mal abgesehen. Aber den hat uns tatsächlich Eurovideo dann auch im Jahr 2012 auf Blu-ray, wow, holy freaking hell, serviert, wobei diese Blu-ray mittlerweile ausverkauft ist und im Amazon Marketplace ab 40 Euro zu haben ist. Die DVD gibt's dafür in zahlreichen Auflagen. Der ist sogar in der Computerbilder mal mit veröffentlicht worden, mit genau dem Cover Artwork. Hat Auflagen auch mit Laser Paradise beziehungsweise mit VCL gemeinsam. Wobei eben die Laser Paradise Auflage auch vom Design her ziemlich wild ist. Denselben Ehrencode hat übrigens wie Armee der Finsternis, Gulp. Aber das, was ich hier habe, ist die Eurovideo DVD Erstauflage aus dem Jahr 2003. Auch Eurovideo hat den Film auf DVD irgendwann einmal noch einmal aufgelegt, mit einem alternativen Cover Artwork, nachdem diese Flatschenverpflichtung auf das Frontcover gerutscht ist. Und wir finden auch hier übrigens interessant, also das muss man sich schon einmal ganz kurz anschauen, wie man eben hier im Inneren dann das Ganze genützt hat für Werbung. Hier noch einmal der Hinweis auf die Raumpatrouille Orion Box. Ich hoffe ja, wenn ich ein Glück habe, dann kriege ich hier von der 4K-Version von Eurovideo tatsächlich auch ein Rezensionsmuster, beziehungsweise auch von der neuen Eberhofer-Box wurde mir zumindest zugesagt. Jetzt muss es dann natürlich die Post auch noch bringen und nicht verschlampen. Aber ganz zum Schluss ein Film, den ich mir tatsächlich gleich einmal angeschaut habe, ein Thriller aus 1994 von Joel Schumacher, interessanterweise, der mit Der Klient einen Roman von John Grisham verfilmt hat, eigentlich eine ziemlich coole, auch gut gespielte Geschichte, wobei allerdings der Junior-Hauptdarsteller Brad Renfro übrigens auch einer von denen ist, der dann im Alter von nur 25 Jahren an einer versehentlichen Überdosis Heroin verstorben ist, aber eben in jungen Jahren als Darsteller auch bei Filmen mitgewirkt hat, wie eben zum Beispiel Der Klient. Dann direkt, das war sein allererster Film, dann direkt im Jahr danach an der Seite vom absolut großartigen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Jonathan Taylor Thomas, eine Huckleberry Finn-Version für Disney, und dann den wirklich tollen Thriller Sleepers, wo er den jungen Michael Sullivan gespielt hat. Auch das eine wirklich tolle Entdeckung hier in dieser karitativen Rampe, denn das ist ein wirklich gut erhaltenes Snapper Case von Warner. Wer mich kennt, weiß, ich mag die Snapper Cases von Warner. Irgendwann einmal werde ich schauen, dass ich da noch eine Full Collection habe, aber da muss ich dann natürlich immer wieder warten. Auf der einen Seite ist es natürlich, ich weiß, wie fetzendeppert das ist, wenn man auf der einen Seite sagt, ich kaufe in 4K und ich schaue in 4K und auf der anderen Seite dann sagt, ja, aber diese eine Hülle von den alten DVDs finde ich geil, da will ich jetzt plötzlich alle 100 irgendwas haben. Ich weiß, dass das dumm ist, aber
Ganz ehrlich, als rationale Meister sind ja wir Filmsammler sowieso nicht bekannt. Und ich finde das einfach wirklich schön. Ich finde, das macht was her. Selbst als Kind habe ich das irgendwie immer einem klassischen Keepcase vorgezogen. Weiß nicht wieso, aber finde ich, ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, die ich da entdeckt habe. Aber jetzt wird es dann einmal an der Zeit, auf drei ganz besondere Titel zu spitzen, die ich nämlich eben in der vergangenen Woche in meinem allerersten Paket, also eigentlich in meinem letzten 2023er Paket quasi, die letzten Bestellungen, die sie da noch gesammelt haben, von Vinegar Syndrome bekommen habe. Manchmal frage ich mich echt, bin ich ein unaushaltsamer Pedant oder sind alle anderen Leute Trotteln? Und wahrscheinlich wird die Wahrheit wie gewohnt so ein bisschen in der Mitte liegen. Aber ich habe ja hier auf einem YouTube-Kanal immer wieder mal gesagt, dass eines meiner aktuellen Vinegar Syndrome-Lieblingspartner-Labels Umbrella ist. Eine Veröffentlichungsfirma aus Australien, die jetzt eben auch über das OCN mit limitierten O-Card-Schubern austeilt, aber wo die ersten Titel bereits wirklich interessant waren. Undead inklusive Soundtrack CD, Nightmares aka Nightmare on the Street mit einem wirklich geilen Cover, verrückte Sachen wie Spirits of the was auch immer, Midnight Spares oder auch hier der Tod in Brunswick oder In of the Damned. Das sind wahnsinnig interessante Titel, aber irgendwie hat das Ganze nicht so mit dem Glück gehabt. Immerhin hatte ich bei meinen letzten Titeln immer wieder Schwierigkeiten damit, dass die Lieferungen von Umbrella beschädigt waren und die Discs Innenringrisse hatten, etwas, das allerdings scheinbar nur mich betroffen hat. Und je mehr ich mir jetzt diese Umbrella Collection anschaue, desto mehr habe ich das Gefühl, dass sie nicht mehr mein Lieblingspartner-Label von Vinegar sind, sondern mein absolutes Hasspartner-Label von Vinegar. Auf der einen Seite ist mir bislang noch nicht wirklich aufgefallen, dass sie als, ich glaube, einziges Label der Welt nicht die Filmtitel entweder in der richtigen Version von oben nach unten oder in der quasi Goofy-Stellung von unten nach oben schreiben, sondern das Abwechseln. What the hell? Wer macht sowas? Und dass sie dann bei dem Release Night of Fear and In of the Damned, aus welchem Grund auch immer, ihr Umbrella-Label-Logo unten angebracht haben, beim Schuber und nicht oben. Was zum Ficken soll das? Das ist ruinabel für eine Sammlung. Wie zum Teufel schaut das aus? Was hat man sich dabei gedacht? Wieso macht man sowas? Das wäre wirklich nicht problematisch gewesen, das Logo dort zu lassen, wo es hingehört. Ich bin wirklich absolut sprachlos bis hin zu entsetzt, wie scheißegal einem Label sein kann, wie einheitlich die eigene Collection im Regal aussieht. Das ist unpackbar. Wie gesagt, die Disc-Fehler würde ich in dem Fall gar nicht werten, vor allem weil der Kundenservice von Vinegar Syndrome absolut perfekt ist, mir alles wirklich flott ausgetauscht wurde. Aber das mit diesem Spine-Verschiss, das... Boah! Auf jeden Fall habe ich mir jetzt den neuen Titel von Umbrella trotzdem geholt, weil ich halt erst jetzt draufgekommen bin. Aber ganz ehrlich, wie hätte ich das liegen lassen sollen? Sons of Steel, ein australischer Science-Fiction-Streifen mit absolut wahnwitzigen Screenshots aus dem besten Jahr ever, 1988, der tatsächlich sogar in Deutschland auf Videokassette veröffentlicht wurde. Über Empire kam der Film damals laut OFDB umgeschnitten mit einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren, hat allerdings bislang keinerlei Neuauflagen erfahren, beziehungsweise ist eben auch nicht auf DVD erschienen. Dabei bekommen wir jetzt dann eben hier bei der Blu-ray-Schuber-Auflage von Umbrella ein Cover-Artwork, das, nehme ich einmal an, gezeichnet wurde von Robert Samelin, der in einem ähnlichen Stil bereits oft für Vinegar Syndrome gearbeitet hat. Dieser Schuber ist dann limitiert auf nur 2000 Stück und sieht, finde ich, einfach nur absolut großartig aus. Mit Samelins Stil habe ich ja immer wieder auch mal meine Probleme gehabt, aber das ist ein Schuber, den ich einfach nur geil finde, wo übrigens auch hier
ein bisschen Partial Gloss mit drauf ist, auch der Spine, noch, auch der Spine ziemlich cool aussieht und dann hier auf dem Backcover noch weitere Motive aus dem Film. Bekommt hier noch irgendjemand, wie heißt das, Command and Conquer Vibes, Red Alert, glaube ich, war das, wo sie so auf dem Cover ausgesehen hat. Aber wechseln wir dann einmal ins Innere, da bekommen wir ein alternatives Artwork zu diesem Film. Der Film ist ja interessanterweise in Australien selbst über Future Video erschienen, steht zumindest in der OFDB. Aber wir haben hier, ist das Roll Julia aus Street Fighter oder so? So ähnlich halt. Noch ein paar Blicke auf diese Aliens. Ich kann ja nur wirklich hoffen, dass wir da noch ein paar weitere weirde Momente bekommen. Bist denn du deppert? Was zum Ficken? Das habe ich, glaube ich, schon einmal gesagt in dem Unboxing. Aber das sind auf jeden Fall ganz wilde, wahnwitzige Screenshots, die einfach für mich ganz eindeutig zeigen, wieso dieser Film in meine Sammlung musste. Und was ich natürlich auch absolut großartig finde, ist, dass Umbrella auch bei diesem Titel wieder den Original-Soundtrack auf CD beigelegt hat, beziehungsweise eben auf der rechten Seite der Disc in diesem Fall bei mir auch beim ersten Versuch schon ohne Innenringriss. Es gibt dann hier noch ein paar weitere Informationen eben zu dieser Soundtrack-CD. Sind insgesamt 12 Tracks mit dabei. Alter, das könnte sowas wie ein australisches, wenn das sowas wie ein australisches Voyage of the Rock Aliens ist, dann drehe ich, glaube ich, durch. Vor allem liebe ich es ja, was hier für kultige Dinge mit dabei sind. Es ist ja nicht nur die Soundtrack-CD dabei, sondern es gibt dann auch noch nicht nur irgendein Booklet, sondern tatsächlich vom Regisseur des Films, gibt es hier noch eine Comic-Adaption mit dabei? Wie geil ist das bitte? Ich freue mir einen Haxen aus, ah, ist Kratos aus dem neuen God of War, einen Haxen aus diesen Film hoffentlich möglichst bald irgendwann einmal schauen zu können. Da bin ich extrem gespannt, was es auf sich hat damit. Würde allerdings nur wirklich sagen, ich meine, gut, ja, die Collection ist schon ruiniert. Jetzt kann Umbrella eigentlich so blöd ist das gar nicht. Jetzt können sie nämlich eigentlich nicht mehr nichts mehr machen, sondern jetzt können sie eigentlich alles machen, weil, wie heißt es so schön, ist der Ruf erstmal ruiniert, released sich's weiter ungeniert. Fragen über Fragen, doch wer wird uns die Antwort sagen? Das Internet, das ist relativ einfach. Manchmal tatsächlich vielleicht mit einem leicht selbstgefälligen und arroganten Unterton, wenn man es wagt, beispielsweise auf Facebook oder in Foren irgendwas zu fragen. Hui, 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 hui. Aber ich komme manchmal trotzdem nicht umhin. Da habe ich beispielsweise zuletzt in meinem Mystery Unboxing hier auf YouTube, als ich die Blu-ray von The Dog Who Stopped the War ausgepackt habe, es gewagt zu fragen. Warte mal, in dem Film geht's um Schneeballschlachten. Gibt's irgendwas, wozu es keinen Film gibt? Woraufhin natürlich ein Zuschauer meines Kanals gleich einmal gefragt hat, ja, also kann man nicht vorstellen, dass es einen Film über Nasebohren gibt, worauf jemand anderer einen Film gepostet hat, in dem es ganz offensichtlich um Nasebohren geht. Manchmal sollte man sich das überlegen, bevor man eine Frage stellt, ob man dann die Antwort darauf wirklich wissen will. Na, in dem Fall natürlich ganz großartig. Danke noch einmal an Peter und Martin fürs Mitspielen und mir ganz wildes Kopfkino zu verpassen. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht mal auf diesen Film konzentrieren könnten, das ist nämlich ein kanadischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 1986, gedreht auf Französisch, tatsächlich aber auch bei uns erschienen, damals auf einer alten VHS-Kassette von Atlas, mit FSK-Freigabe ab 6 Jahren, offensichtlich veröffentlicht im Dezember 1990 und mittlerweile sogar in einer kleinen limitierten DVD-Auflage bei uns erschienen. Aber ich habe mich jetzt in diesem Fall hier für die amerikanische Version entschieden. Da hat das Label Canadian International Pictures nämlich eben über ihren Vertriebspartner Vinegar Syndrome beziehungsweise eben das OCN Network hier eine limitierte O'Card Schuber Blu-ray-Version veröffentlicht. Und ich muss zugeben, ich hab's nicht ganz packt, als ich quasi diese
seltsame Version von dem Beethoven Bernhardiner gesehen habe. Aber ja, das ist ein kanadischer Kinderfilm, in dem es um Schneeballschlachten geht. Leider eben gedreht eben auf Französisch. Was bedeutet, ich glaube, es wird kein englischer Ton hier mit drauf sein, was ich schade finde. Limited Edition, aber mittlerweile tatsächlich bereits ausverkauft. Doch, tatsächlich sowohl die Kinofassung als auch einen Extended Cut, sowohl auf Französisch als auch auf Italienisch. Das finde ich großartig. Leider ist das Set allerdings laut Homepage von Vinegar Syndrome auf den Region Code A beschränkt, was hier auf der Verpackung aber tatsächlich nicht draufsteht. Also bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die 40th Anniversary Special Edition. Wir sehen dann, nachdem uns diese Farbwahl hier auf dem Backcover vielleicht ein kleines bisschen die Gucklöcher ausgebrannt hat, im Inneren dann ein paar Ausschnitte aus dem Film. Wir bekommen hier die beiden Artworks, die wir eben auch auf dem Front- bzw. auf dem Frontcover hatten, nämlich eben einmal oben, einmal unten, hier auch auf den Discs und dann als Alternative Wendecover mit dem französischen Originaltitel. Ich mag Französisch nicht. Nein, ich will das nicht außen haben. Aber was ich natürlich ein bisschen schade finde, weil ich finde schon, dass dieses Artwork per se eigentlich schon eine ziemlich coole Sache ist. Aber was ebenfalls cool ist, das können wir uns jetzt einmal ansehen. Das hier ist das Booklet. Da bekommen wir vielleicht ein bisschen Informationen. Eben beispielsweise, dass der Film hier in Kanada in 2K vom 35mm Originalkamera negativ eben dem OCN gescannt wurde. Beziehungsweise finden wir dann hier noch ein paar Bilder aus dem Film. Es gibt zwischendurch dann eben noch ein neues Booklet mit einem Interview beziehungsweise hier noch einen Text zu dem Film. Das finde ich ist immer eine relativ coole Beigabe bei diesen Releases. Gibt es ja eben bei Vinegar Syndrome leider nicht standardmäßig bei jedem Release, aber ist ein cooles Goodie für einen sicherlich absolut durchgeknallten und durchgedrehten Film, auf den ich persönlich wirklich gespannt bin. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr schlimmer, kommt von irgendwo ein Typ mit einer Videokamera daher, dreht einen Film im Hinterhof und sagt dir, doch, es geht noch schlimmer. Und nein, damit meine ich nicht nur die deutschen Amateursplatterfilme der 90er Jahre, sondern in Amerika ist das ganze Shot-on-Shittio-Kino ja noch weitaus verbreiteter als bei uns. Und grundsätzlich lasse ich diese Filme aus qualitativen, ja, wenn sogar ich das sage, Gründen meistens aus, aber manchmal komme ich einfach nicht umhin. Und ich denke mir, der Hauptgrund dafür, der wird sich euch jetzt gerade schon erschließen. Vile 21 ist ein Horror-Science-Fiction-Streifen aus dem Jahr 1998, gedreht von Mike Strain Jr., der interessanterweise zwar als Regisseur nur relativ wenig Projekte gekleidet hat. Ich sehe genau ein einziges in der IMDb. Er ist allerdings Special Effects Techniker, der bei über 60 Produktionen schon mit dabei war. Darunter Dinge wie VHS, Your Next beziehungsweise Vincent's Vow vor kurzem. Außerdem handelt es sich dabei um einen Film, wo die Screenshots, die man in der OFDB erkennen kann, wirklich absolut wild aussehen. Gut, ihr seht dieses Monster auf dem Frontcover von der Blu-ray. Ich glaube, man braucht euch nicht mehr darauf hinzuweisen, dass der Inhalt von diesem Film womöglich glorious shit sein könnte. Ja, das sieht absolut großartig aus. Und ist natürlich für den Trash-Fan in mir absolut perfekt. Kommt übrigens von dem Vinegar Syndrome Partner-Label VHS Hitfest, wobei ich es irgendwie nie schaffe, diesen Titel nicht falsch auszusprechen. Mich aber tatsächlich bis heute frage, ob das von dem Label Absicht ist oder nicht. Aber ich würde fast davon ausgehen, dass es Absicht ist. Auf jeden Fall bekommen wir hier auf dem
eigentlich ein Keepcase, dann noch ein alternatives Artwork mit eher den grünlicheren Farben, aber wir können dann hoffentlich auf dem Backcover mal zumindest noch ein paar weitere Bildausschnitte erspähen. Wie gesagt, das Ganze ist sogar ein neuer Director's Cut von diesem Film, der allerdings natürlich vom Original Master stammt, der halt eben eine VHS-Kassette war. Also da braucht man sich dann eben qualitativ nicht allzu viel erwarten. Das ist meistens auch tatsächlich schon für mich eher anstrengend, muss man sagen, und ich will dieses Cover-Artwork außen haben, ganz ehrlich. Das ist nämlich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe in der IMDb, das alte damalige Original-VHS-Cover-Motiv zu diesem Film. Das finde ich nicht nur den Wahnsinn noch deutlich genialer wiedergibt, sondern auch finde ich sehr schön zu diesem äußeren Schuber-Motiv passt. Dafür schaut, finde ich, auch noch dieses Backcover ein kleines bisschen mit dem schwarzen Hintergrund mehr danach aus, als wäre es in Paint zusammengezimmert worden. Ja, das ist ein Film, der schaut wirklich so hundsmiserabel aus, dass ich glaube, man kann einfach nicht anders, als wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß damit zu haben. Und damit hoffe ich abschließend tatsächlich, dass auch ihr, ja, wahrscheinlich nicht wahnsinnig, wahnsinnig, aber zumindest halt ein bisschen Spaß gehabt habt mit dem heutigen Sammlungsupdate. Wir schreiben den 7. Jänner 2024, das erste Sammlungsupdate des neuen Jahres. Lief tatsächlich nicht alles wie am Schnürchen und alles wie am, alles nach Plan, aber eines muss man halt zumindest sagen, wenn bei Entelog irgendetwas nicht klappt, zumindest ist der Kundenservice schnell und großartig, und ich hoffe, dass ich dann auch im Bälde eben meinen neuen unversehrten Cape Light, komme ich immer durcheinander, Cape Light Media Books habe zum gemeinsamen Auspacken vor der Kamera. Aber das war's für dieses Video. Ich habe auf jeden Fall schon eine Menge in Vorbereitung für die nächste Woche. Auf der einen Seite gibt es ja diverse neue Blu-ray-Checks zu den Titeln von Wicked Vision, die nicht schon draußen sind, beziehungsweise eben auch die neuen Titel von Alpha Film. Es gibt insgesamt 6 Wunsch-Quickies von meinen 3 Wunsch-Quickie-Wünschern im Jänner 2023. Da ist auf jeden Fall eine Menge zu schauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr regelmäßig vorbeischaut, um eben zu sehen, ob es neues Videomaterial gibt oder ob ihr vielleicht sogar eine Kanalmitgliedschaft abschließen wollt, weil dann seht ihr die meisten Videos, sobald sie fertig und hochgeladen sind und seid nicht an den klassischen Release-Kalender gebunden. Das kann auch bedeuten, dass es das ein oder andere Video mal ein paar Stunden, manchmal aber vielleicht sogar ein paar Wochen vor allen anderen hier im exklusiven Members-Only-Bereich zu sehen gibt. An der Stelle noch einmal ein fettes, fettes Danke an alle, die meinen Kanal, mich, meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen. Danke auch noch an alle Partner von PlayZocker Reviews. Ich freue mich auf ein wahrscheinlich turbulentes Jahr 2024. Freue mich, das wieder vor dieser Kamera mit euch gemeinsam zu verbringen. Wünsche euch noch einmal zuletzt ein schönes neues. Bleibt gesund, bleibt erfolgreich. Freue mich auf alle Kommentare, auf alle wilden Ereignisse im nächsten Jahr. Falls irgendjemand einen Schwachsinn einfällt, den man gemeinsam machen kann hier auf YouTube, dann meldet euch bei mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Jahr bringt. Hoffe, es ist ein gutes und sag in diesem Sinne herzlich willkommen 2024. Vielleicht nicht 2023, obwohl, wie gesagt, im Vergleich zu den letzten Jahren davor war es ja eigentlich eh relativ leiwand. Bin gespannt, was das neue Jahr bringt. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt gesund. Freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hier auf YouTube sehen oder lesen. Danke und ciao.